Herzlich willkommen zu Moodle Tipps und Tricks. Heute Gruppenwahl. Die Aktivität Gruppenwahl basiert auf der Aktivität Abstimmung. Es werden bereits im Kurs angelegte leere Gruppen den Studierenden, die sich in der Gruppenwahl selbst in eine Gruppe eintragen, zur Verfügung gestellt. Dadurch entfällt das manuelle Hinzufügen von Studierenden in eine Gruppe. Die Gruppengröße wird bei der Erstellung der Aktivität definiert. Gehen Sie folgendermaßen vor. Steigen Sie in Ihren Kurs ein. Klicken Sie auf das Zahnrad neben dem Kurstitel, wählen Sie Mehr und im Anschluss die Registerkarte Nutzerinnen. Klicken Sie auf Gruppen. Legen Sie die benötigten Gruppen an. Gehen Sie zurück zur Startseite Ihres Kurses. Bearbeiten einschalten. Material oder Aktivität hinzufügen. Gruppenwahl auswählen. Vergeben Sie einen Namen und eine kurze Beschreibung. Unter verschiedenen Einstellungen aktivieren Sie die Obergrenze für die Anzahl der Gruppenmitglieder. Geben Sie die Höchstzahl für eine Gruppe ein und klicken Sie auf den Button Obergrenze für alle Gruppen anwenden. Markieren Sie die verfügbaren Gruppen, bei denen eine Anmeldung möglich sein sollte, und fügen Sie die Gruppen hinzu, indem Sie auf den Button Gruppen hinzufügen klicken. Falls gewünscht, können Sie den Zeitraum für die Wahl beschränken. Speichern Sie Ihre Eingaben. Den Studierenden ist es nun möglich, sich online in eine Gruppe einzutragen. Diesen Gruppen können Sie einzelne Aktivitäten in Ihrem Kurs zuweisen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Tipp.